Hallo und Happy Friday! Schön, dass du wieder eingeschaltet bist. Heute malen wir mit Brushpens Aquarell. Viel Spaß! Was wir heute natürlich brauchen, sind wasservermalbare Brushpens. Ich arbeite persönlich mit der Marke Tombow ganz gern und habe deswegen auch das Tombow Aquarellpapier. Ihr braucht Wasser, Pinsel und natürlich einen Bleistift für die Skizze. In meinem Livestream am Dienstag mit Steffi, also Freundin Steffi auf Instagram, habe ich festgestellt, dass viele gar nicht so oft mit Brushpens Aquarell malen. Aber es ist so easy. Ich habe jetzt schon mal 3 vorbereitet und den einen davon werden wir heute malen. Dafür habe ich mir ein paar Farben vorbereitet, benutze aber immer die Farben, die du hast. Es gibt auch andere Brushmarker. Der hier hat eine Pinselspitze vorne und hinten eine feine für Details. Wichtig ist nur, dass du sie mit Wasser vermalen kannst, um den Effekt zu bekommen. Da gibt es ganz viele Marken. Und wir testen zuallererst mal, wenn du das noch nie getan hast, mal an einer kleinen Übung aus, wie diese Stifte reagieren. Du kannst auch, wenn du mehrere zu Hause hast, einfach mal die Chance nutzen und sie miteinander vergleichen. Was können die denn? Bei welcher Farbe, bei welcher Marke fließen die Farben anders? Also einfach mal austesten. Ich mache das hier oben an der kleinen Ecke. Danach nehme ich einen ganz normalen, einen meiner Aquarellpinsel, ein klares Glas Wasser, das ist wichtig, und fange an der weißen Stelle erstmal zu befeuchten und gehe dann kreisförmig immer weiter in die Farbe hinein. Und du siehst dann sofort, wie die Farbe reagiert. Ich starte mit hell und teste mich dann durch, denn oft sind die Farben mit knalligen Farben oder auch glatten Schwarz, die laufen viel mehr. Da sind mehr Pigmente, glaube ich, drin. Sicher weiß ich es immer nicht. Ich bin kein Stiftehersteller, aber die laufen einfach von Erfahrungswerten deutlich mehr. Und du siehst auch jetzt, wenn du nicht auswäschst, auch am Pinsel bleiben später Rückstände von der Farbe. Also gerade beim Farbwechsel immer darauf achten, dass ihr den Pinsel gut auswascht, dass sich die Farbe nicht verschwindet. Wir starten mit der Skizze, das heißt wiederum, wir brauchen einen Bleistift. Mein Tukon, so wie er da sitzt, sieht ziemlich rund aus, deswegen zeichne ich mir einen großen Kreis auf, in dem sich der Tukan dann auch bewegt. Also ich habe einmal die Grundform, dadurch, dass auch der Schnabel eines Tukans so riesengroß ist im Vergleich zum Rest, fange ich damit an. Dann habe ich nämlich auch gleich als Hilfslinie den Schnabel. In der Mitte meines Motivs ist der Schnabel, daher kommt einmal, fange ich diesmal nicht mit dem Kopf, sondern wirklich mit dem Schnabel an, aber wie immer mit einem Kreis. Der zweite Kreis, der dann folgt, ist natürlich der Kopf. Der Kopf ist gar nicht so groß, ich möchte mal gar nicht wissen, wie schwer so ein Schnabel ist, es sieht furchtbar schwer aus. In die Mitte vom Kopf kommt dann das Auge und in dieser runden Form, deswegen haben wir sie vorgezeichnet, wölbt sich auch der Hals. Also der sitzt quasi nach vorne gebeugt und schaut nach hinten, weil er irgendwas gehört hat, irgendwas Interessantes gefunden hat, gesehen hat. Und dann haben wir hier die Brust hier nochmal, wie er geformt ist. Also auch hier unten für den Körper nochmal ein Oval, was oben ein bisschen breiter ist, weil es dort eben der Brustkorb ist. Dann ergänzen wir noch einen Flügel, der im Hintergrund liegt, und den Flügel, der im Vordergrund liegt. Dadurch, dass mein Tukan ziemlich gedreht ist, sieht man wenig von dem rechten Flügel, dafür aber umso mehr vom linken Flügel. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Füße. Die sind natürlich, da der Tukan so gedreht ist, auch wieder perspektivisch anders. Der Fuß vorne ist größer als der hinten. Und in Verlängerung des Kreises haben wir hier dann noch die Schwanzfedern. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Ast, auf dem unser Tukan sitzt, dafür ziehe ich einfach schnelle 2 Linien und zeichne mir dann in einfachen Strichen die Krallen, also die Füßchen von unserem Tukan vor. Wenn du jetzt feststellst, es passt perspektivisch nicht ganz genau zum Stamm, den du vorher gemalt hast, kümmere dich lieber um deine Füßchen und verbessere oder beziehungsweise korrigiere dann den Stamm. Das ist viel einfacher. Und dann haben wir eigentlich größtenteils schon unsere Skizze fertig. Was du jetzt noch machen kannst, du kannst dir natürlich noch die Fläche einzeichnen, die du später schwarz machen möchtest. Einmal auch den Kreis um das Auge rum. Das sind markante Merkmale des Tukans und sind auch wichtig, dass du die ein bisschen triffst. Dann hat der Tukan hier vorne noch einen schwarzen Ansatz vom Schnabel, den zeichne ich mir auch ein, damit ich später nicht vergesse zu malen. Und er hat vorne noch diesen Fleck auf dem Schnabel, der schwarz werden wird. Und schon ist unsere Skizze fertig.
Dann können wir auch zu unseren Brushmarkern gehen. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich starte mit einem Gelb. Ich nenne keine Farben, es ist völlig wurscht, welches Gelb. Ein Orange und ein Rot für den Schnabel und das Auge. Ein Grau für die weißen Stellen und ein Schwarz für den Rest. Und was wir dann noch brauchen, ist Braun für den Stamm. Und ähnlich wie wir das vorhin beim Test gemacht haben, starten wir einfach direkt mit dem Gelb und auch direkt aufs Papier. Ich male immer in Formrichtung, also der Schnabel ist von links nach rechts gewölbt und von dem her male ich auch die Streifen. Denn die Streifen, wenn später entstehen sollten durch falsches Verblenden oder man sieht einfach Striche aus irgendeiner Art und Weise noch, dann kann ich es einfach auch wieder sagen, es ist gewollt, weil es der Form folgt. Als nächstes greifen wir zum Orange und du siehst, ich habe noch nicht alles vollflächig ausgemalt, sondern es sind immer nur so Schattierungen, Streifen. Die Stellen, die ich weiß lasse, kann ich dann auch wieder als Highlights nehmen. Und auch so ein Schnabel ist ja ein sehr glattes Material. Das bedeutet, er hat auch wieder Highlights und Reflexionen. Jetzt haben wir alles vorgemalt, dann heißt es, es geht an den Pinsel. Pinseln leicht feucht machen, abstreifen am Glas, so dass er nicht tropft und nicht zu viel Wasser ist. Und dann beginnen wir auch hier, wie bei den Übungen vorher, erstmal mit den hellen Farben. Auch wenn ich Gelb benutze, wasche ich nach dem Verblenden es auch wieder aus, damit ich einfach auch für die Highlights sorgen kann. Und dann gehe ich jetzt hier oben ans Gelb und lasse es so leicht reinlaufen. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Pigmente auf dem Papier liegen und sobald man Wasser hinzugibt, fangen sie an zu schwimmen und man schubst sie. Deswegen streife ich mit dem Pinsel immer von hell nach dunkel. Somit schiebe ich die orangenen Pigmente, also die dunkleren Pigmente, wieder in den dunkleren Bereich. Mit dem Restfarbe auf dem Pinsel habe ich jetzt noch Schatten an das Auge gegeben. Als nächstes geht es ans Grau. Warum grau? Wir haben in den weißen Stellen natürlich auch Schatten. Und alle Schatten, die in weißen stehen, haben eher dann Grauschattierung, graue Schatten. Davon mache ich so ganz kleine Highlights. Nicht wirklich viel, ganz klein, nicht Highlights, natürlich Schatten. Und gebe so ein paar Striche drauf. Wirklich nicht viel. Da die Stellen natürlich weiß bleiben, radiere ich jetzt vorher vorsichtig meine Bleistiftstriche weg. Bei allen anderen Farben stört mich das immer überhaupt gar nicht. Man darf sehen, dass ich mit Bleistift vorgezeichnet habe, und dann geht es wieder ins Wasser. Heißt, Pinsel gut auswaschen, erst die Farben so ein bisschen aktivieren, dann gehe ich einmal so leicht drüber, wieder auswaschen, weil der Pinsel ja grau ist, und dann verblende ich das, bis mir die Schattierung gefällt, ziehe das noch ein bisschen ins andere Weiß ran, dadurch haben wir so einen schönen Überlauf, nicht einen Verlauf, und wieder auswaschen. Jetzt haben wir die weiße Stelle gemalt und die gelben Stellen. Jetzt geht es an das Schwarz. Achte bitte darauf, dass es alles gut getrocknet ist. Beim Schnabel setze ich jetzt hier unten an. Wir haben vorhin schon gesagt, der Schnabel ist sehr glatt und ist auch ein hartes Material, dadurch hat er Reflexion. Ich male ihn nicht komplett aus, sondern lasse was übrig, damit ich dort später ein Highlight habe. Auch beim Kopf. Wichtig ist wirklich, dass dir deine anderen Flächen gut getrocknet sind. Die Brushpens gehen immer ganz schlecht auf Wasser an oder im allerschlimmsten Fall verläuft dir da alles. Also typisch Aquarell, nichts Neues für alle diejenigen, die eh schon immer gerne Aquarell malen. Was ist das Tolle an den Brushpens? Warum male ich so gern? Ab und zu geht es einfach schneller. Und wenn man einfach mal nicht so viel Zeit hat oder sagt, boah, ich hätte jetzt so eine halbe Stunde Zeit, irgendwas zu malen mit Aquarell und Trocknungszeit, schwierig, pack deine Brushpens. Kannst auch gern mit Feinliner vormalen. Überhaupt kein Stress. So, ähnlich wie der Schnabel hat auch der Flügel, dadurch, dass es ein glattes Federkleid ist, auch Reflexion. Alle Tiere, die schwarz sind, sind nie beim Gemalten komplett schwarz. Es sind dann immer Grauschattierungen, es fällt immer Licht drauf, das Federkleid reflektiert und dadurch entstehen auch hier wieder hellgraue Stellen, weiße Stellen und lass dafür wirklich viel Platz. Danach noch den typischen Fleck auf dem Schnabel. Ich finde, das macht die Toucane immer noch mal deutlich sympathischer. Auch hier lasse ich wirklich wieder Freiraum, Weißraum, damit ich später wieder ein bisschen Graunuancen habe. Danach geht es an die feine Seite des Stiftes. Denn sobald Elemente kleiner werden, wie beim Auge, hier lasse ich zwei Lichtpunkte, mal das Auge nur zu, wie so ein Halbmond eigentlich aus und lasse auch hier wieder weiß, um mit Dreidimensionalität für später zu sorgen. Achte drauf, du siehst es hier, mir ist was passiert. Brushpens können feucht sein. Das ist wirklich feuchte Farbe mit Wasserlösen. Ich bin mit dem der Handrücken drauf gekommen. Leg was unter, sonst passiert gerade bei Schwarzen eine Sauerei. Mist. Aber auch hier passieren Fehler, das ist so. Und wer mich von Instagram schon länger kennt, weiß das.
So, jetzt geht's an einen dünneren Pinsel und wir verblenden von hell nach dunkel ein bisschen das Schwarz auf dem Schnabel. Und das gleiche mache ich jetzt auch hier unten. Ich mache erstmal Wasser auf die, ich befeuchte die weißen Stellen und lasse das Schwarz da so ein bisschen reinlaufen. Wenn ich jetzt mit Aquarell mal fließen mir die Farben deutlich mehr und deutlich schöner, also schöner nicht, aber deutlich unkontrollierter als mit Brushpads, aber auch hier bekommt man den Effekt ganz gut hin. Jedes Mal, wenn ich über die schwarzen Stellen drüber male, wasche ich den Pinsel gut auf. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, schwarz ist eine Farbe, die lässt sich gut schubsen, da sind viele Pigmente drin. Und deswegen da immer so ein bisschen aufpassen. So, ich nehme jetzt einen ganz dünnen Pinsel, denn jetzt geht es an die kleinen Details. Und ich möchte nicht, dass sie ins Geld reinlaufen, deswegen verwende ich persönlich da immer gerne so einen Mini-Pinsel, um das zu verblenden. Und auch hier fange ich wieder bei der hellen Stelle an und ziehe dann die Pigmente wieder raus an die dunklen Stellen. Selbiges auch beim Schnabel, denn der soll auch nicht einfach nur ein schwarzer Klecks werden. Auch hier möchten wir so ein bisschen Verlauf drin haben, dass die Farbe da auch wieder läuft. So, schaut doch nett aus. Wichtig ist auch, wenn du jetzt sagst, du malst was komplett schwarz, aktivierst trotzdem. Denn beim Betrachten, also die Farbe schaut auf dem Papier beim Trocknen immer ein bisschen anders aus, wenn sie mit Wasser aktiviert worden ist. Deswegen immer alle Flächen aktivieren, einmal, dass sie flüssig gelaufen sind und dann hast du zum Schluss ein harmonisches Bild. Jetzt habe ich doch den Kopf gemacht, auch hier durfte ein bisschen was weiß bleiben, auch der Flügel im Hintergrund durfte weiß bleiben. Und dann lassen wir die Stellen eigentlich auch schon wieder trocknen. Was uns jetzt noch fehlt, sind jetzt die Füße unten. Die nehme ich in Grau. Hier nutze ich den Vorteil des Brushpens. Umso fester ich aufdrücke, umso dicker wird der Strich, umso feiner ich ihn aufs Papier gleiten lasse, umso dünner sind die Linien. Ich fange mal leicht dünn an und nach unten dürfen die Krallen wirklich breiter werden. Durch Perspektive sehen sie da nämlich größer aus. Danach gibt es noch Braun. Braun für den Stamm, dafür sehe ich ein bisschen die Perspektive. Stör dich bitte nicht an dem Fleck, den ich da verursacht habe. Aber hey, darf auch jeder sehen, dass bei mir was schief geht und ich irgendwas vergesse. Dadurch lernt man am meisten, wenn man anderen beim Scheitern zusieht. Steffi sagt immer, scheitern mit Anlauf. So, jetzt einmal den kompletten Stamm machen. Ich ziehe immer die Linien nochmal nach da, wo später Schatten sind. Schatten entstehen natürlich auch überall dort, wo der Vogel direkt drauf sitzt, denn der Vogel selbst wirft auch Schatten. Danach nehme ich einen dunkleren Braunton und verstärke auch hier wieder die Farbigkeit und Schatten durch eine zweite Farbnuance. Du könntest es natürlich jetzt auch nur durch Weiß und Braun lösen. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen noch eine zweite Farbe mit im Spiel ist. Durch deine Strichführung kannst du natürlich auch sagen, ach, ich mache da mal so einen Kreis rein, das ist so ein Astloch. Also spiel dich da, aber spiel dich am Anfang nicht zu sehr, denn es geht auch schon wieder ans Wasser. Und du wirst gleich sehen, was passiert. Alle einzelnen Striche sieht man gar nicht mehr so. Also du kannst wirklich gut verblenden die Farben. Man kann natürlich das Motiv auch total in Aquarell malen. Funktioniert ja eigentlich sehr ähnlich. Nur dass ich halt hier nirgendwo Farbüberlagerungen habe. Ich habe eben nicht, dass ich irgendwie Schicht für Schicht male, sondern ich nutze die Farben, wie sie eben kommen. Ich würde wahrscheinlich bei normalen Aquarell sagen, ich male erst den ganzen braunen Stamm und gehe dann mit Dunkel nochmal drüber. Jetzt geht es an den Brustkorb. Der hat ja auch eine Form in sich, deswegen habe ich erst die Flügel links und rechts gemalt. Bei mir ist es noch nicht ganz trocken. Achte darauf, dass es bei dir trocken ist, sonst haut dir dein dunkler Schwarzton später wieder ab und du hast so einen Schwarzfleck. Nee, wir wollen haben, dass die tiefste, dunkelste Stelle direkt unter dem Flügel ist. Vorne an der Brust reflektiert das Licht, da kommt wieder ein bisschen mehr Licht hin. Deswegen lassen wir hier ein bisschen Weißraum. Und dann geht es auch schon wieder ans Verblenden. Also Pinsel raus, bei Weiß anfangen. So wie wir es jetzt überall schon gemacht haben. Und dann die Farbe ein bisschen schwimmen lassen. Jetzt schließe ich auch die Linien, die Abstände, die ich vorher hatte, und gehe da ganz vorsichtig ran, denn Schwarz ist da immer ein bisschen sehr dominant. Es hat gern die volle Aufmerksamkeit, verblendet sich ganz schnell so zu einer großen schwarzen Fläche. Wenn dir das nicht gefällt, tupf noch ein bisschen Wasser rein. Dadurch hast du auch natürlich so Wassertrocknungsränder drin und so helle Highlights, weil durch das Wasser verdrängt die Pigmente nach außen. Ich habe jetzt wieder zu meinem kleinen Pinsel gewechselt, denn die Krallen und Füße des Tukans, ich sage immer Kakadu, Tukan, des Tukans sind sehr filigran. Ich möchte nicht zu sehr ins Braun reinkommen. Und auch hier hinten haben die immer noch einen
an den Flügelfedern ein bisschen weiß. Hier siehst du jetzt, mein Toucan hatte vorher noch Rotstufungen drin und das Gute ist an den Brushpens, wenn die Unterfläche gut getrocknet ist, kannst du natürlich auch hier wieder Schichten drüber malen, wenn du möchtest. Ich finde es praktisch immer, dass man es nicht muss, aber hier fehlt es mir jetzt ein bisschen. Ich wollte nicht gleich drei Farben verblenden, deswegen einfach jetzt drüber malen und auch noch ein bisschen vielleicht Struktur geben, dass man in den Mund sieht. Und dann geht es wieder ans Verblenden. Pass nur auf, gib am besten einfach nur ein bisschen Wasser drauf. Dann siehst du die Streifen noch. Und verblend es nicht komplett. Wir wollen diese dreierlei Farben haben. Dieses Gelb ins Orange gehende und in dieses Rot gehende. Hier hat er noch ein bisschen Schatten um die Augen bekommen, damit er auch noch ein bisschen dreidimensional aussieht. Und dann ist unser Toucan eigentlich schon fertig. Wir haben alle Flächen koloriert, aber was mir jetzt fehlt, ich nehme die dünne Spitze noch des schwarzen Brushpens und gebe meinem Beinchen noch ein bisschen Struktur und Schatten. Du siehst es so leicht im Anschnitt drüben, ich gebe nur leichte Striche rein. Viel braucht es ja nicht, der Kopf erkennt immer schnell, ach ja, es ist eine Struktur, es ist keine glatte Oberfläche. Ah, die Seite ist dunkler, dann ist da wohl ein Schatten. Also nicht zu sehr verprimeln, wenn du keine Zeit hast, sondern du kannst es auch durch einfache kleine Striche lösen. Ich gebe auch noch ein bisschen Schwarz in mein Auge hinein. Durchs Verblenden habe ich da ein bisschen viel Farbe verloren. Deswegen ziehe ich es auch hier nochmal nach. Und dann gibt es noch einen kleinen Strich für meinen Mund. Und unten möchte ich noch ein bisschen mehr Schatten haben. Deswegen noch hier kleine Striche rein. Wie viele Details du machst, it's up to you. So wie du dich wohlfühlst, so wie du viel drin haben möchtest. Hauptsache, dir gefällt dein Motiv zum Schluss. Ich gebe noch ein paar so. Stehen immer so ein paar Federn noch links und rechts ab, das wirkt so ein bisschen frecher. Ich ziehe nochmal meinen Schatten nach an meinen Federn, da auch immer darauf achten, dass es der Form folgt. Wo ist die Form, wo geht's hin? Und dann haben wir's. Wenn du jetzt natürlich noch, ich bin ja immer so eine Friemeltante, noch ein bisschen friemeln möchtest, noch ein bisschen das Holz hervorarbeiten möchtest, kannst du das auch jetzt wieder, sobald es getrocknet ist, machen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich dir ganz gut zeigen können, wie du wirklich schnell, wie viel waren es jetzt, 17 Minuten einen Toucan malen kannst. Ich hoffe, es hat dir bei mir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dich auch diesen Freitag wieder inspirieren. Wenn ja, hoffe ich, dass du nächsten Freitag wieder bei mir bist. Folg mir, abonniere meinen Kanal, ich würde mich riesig freuen. Oder hinterlass mir eine Nachricht, wie du es gefunden hast und was du dir nächste Woche wünschst. Bis dahin, bleib kreativ. Happy Friday!